So, weiter geht's. Natürlich hat sich eine Asynchronität eingeschlichen. Ich habe absolut keine Ahnung, wo das Zeug herkommt. Ich nehme aber an, dass es etwas mit den Lags zu tun hat, die wir an den Stellen hatten, als wir im Gespräch mit Legrand jetzt im Auto waren und als wir den Waggon abgekoppelt haben. Denn genau an denselben Stellen hat es beim letzten Mal auch geleckt und genau da sind die Asynchronitäten reingekommen. Ich muss dazu auch sagen, dass ich die Audiospur vom Kommentar nicht über Audacity aufnehme, was einfach daran liegt, dass mir das Programm aus irgendeinem Grund ab und zu abschmiert und bevor ich dann da die komplette Spur für den Audiokommentar verliere, nehme ich es lieber gleich mit Fraps auf, was normalerweise kein Problem ist, wenn man nicht solche Späßchen hier hat. Gut, aber egal, jetzt sollte es erstmal wieder synchron sein, mal schauen wie lange. Ich hoffe, das passt jetzt erstmal. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns erstmal hier am Pier um. Vielleicht gibt es ja hier schon was Interessantes zu sehen. Momentan werden wir ja nicht auf das Schiff draufkommen. So, was gibt's denn hier zum Beispiel an der Gateway? Was auch immer passiert, ich werde noch heute diese Gangway hochgehen. Diesem elenden Bombenleger muss das Handwerk gelegt werden, bevor er noch mehr Menschen in Gefahr bringt. Ich meine natürlich die Gangway, nicht die Gateway, was auch immer die Gateway ist. So, wir haben hier ein Auto einer jungen Frau, so. Aber wir könnten erstmal mit dem Constable reden. Constable Oliver scheint ein eher schlichtes Gemüt zu haben. Aber ich glaube nicht, dass er ein schlechter Polizist ist. Naja. Wie er im Tunnel reagiert und den Zug hinausgeschafft hat. Hut ab. Was, er hat den Zug hinausgeschafft? Ach so, er hat die Lok angeworfen oder wie? Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er jetzt meint. Naja, egal. Er ist schon ein ziemlicher Volltrottel, der Oliver. Und ich find's aber niedlich, wie er Constable sagt. Hallo, Constable Oliver. Es heißt Constable. Ich wollte nur sagen, dass Sie im Tunnel einen guten Job gemacht haben. Danke. Woher wussten Sie nur, wie man den Zug in Bewegung setzt? Mein Onkel und mein Vater sind Bergleute. Mein Onkel kümmert sich um den Abtransport des Abraums. Verstehe. Und Sie haben ihm dabei über die Schultern geschaut. Klar, von nichts kommt nichts. Ah ja, also hatte der Vollidiot den Zug in Bewegung gesetzt und damit Matt in Gefahr gebracht. So ist das also. Aha. Hat Legrand Ihnen von seiner Theorie erzählt? Dass es sich um den echten Raben handeln könnte? Natürlich hat er das. Wir sind Partner. Aber das Vorgehen passt doch überhaupt nicht. Der Rabe war kein Bombenleger. Wir haben den Brief und die Feder. Das ist ein Erkennungszeichen. Jeder kann eine Rabenfeder in einen Briefumschlag stecken. Sie müssen es ja wissen. Was soll das heißen? Sie waren es. Was war ich? Natürlich. Sie haben den Briefumschlag auf den Tresor gelegt. Um mich selber in die Luft zu sprengen. Sie haben die Bombe weggeworfen und sind nun der gefeierte Held, oder nicht? Und der Rabe dürfte gut gezahlt haben. Das ist doch Blödsinn. Ist es das? Nur Sie, ich und Legrand waren im Transportwaggon. Einer von uns muss den Umschlag auf den Tresor gelegt haben. Legrand nicht und ich auch nicht. Denken Sie mal darüber nach. Was ihn gerade noch ein bisschen unsympathischer für mich gemacht hat. Aber naja, was soll's. Ich glaube, man soll ihn nicht mögen. Das Meer ist heute ruhig. Optimale Bedingungen für eine Kreuzfahrt. Auf der wir mit dabei sein werden. So, da wir sonst nichts haben, würde ich sagen, widmen wir uns doch mal dem Auto der jungen Frau, wer auch immer das ist. So, ein Cabriolet. Gut, wir können auch nicht mehr machen als... Oh doch, wir können das Gepäck noch immerhin anstarren, was auch immer. Erstaunlich, wie viel Gepäck so wenige Passagiere mitnehmen wollen. Mein Tipp ist, dass 3/4 davon den Damen der Schöpfung gehört. Das ist bei dem Auto, naja, eine gewagte These. Ich würde eher sagen, alles gehört der Dame der Schöpfung, weil nämlich nur eine Dame der Schöpfung im Auto sitzt. Aber naja, was soll's. Ein tolles Auto. Allerdings nichts gegen die junge Dame, der es gehört. Du alter Hengst! Was sie wohl darstellt? Eine Schauspielerin? Eine Millionärstochter? Zumindest zieht sie die Blicke auf sich. So, haben wir sonst noch irgendwas zu betrachten an der ganzen Karre? Nee, ne? Scheint es schon gewesen zu sein. Können wir irgendwas mit dem Gepäck noch machen? Ich werde mal einen unauffälligen Blick aus der Nähe darauf werfen. Ja, dann... Gut, ich wollte schon sagen. Verdammt unauffällig.
Oh, das tut mir leid. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jemand vor meiner Tür auf dem Boden herumkriecht. Aber das macht doch nichts, junges Fräulein. Nichts passiert. Das freut mich, Herr... Zellner. Anton Jakob Zellner. Huch, ist aber groß. Lasst mich raten, sie ist an Bord und sie ist eine Frau und auch ziemlich groß für eine Frau, was auf die Statur eines Mannes schließen könnte, wenn man da in Verkleidung ist. Und sie wird sich auch relativ galant bewegen, nehme ich an. Da sie eine Frau aus vornehmem Hause zu sein scheint, könnte das vielleicht ein potenzieller Rabe sein. Dürfte ich wohl Ihren Namen erfahren? Patricia Myers. Sie sind Amerikanerin? So ist es. Würden Sie mir bitte helfen? Gewiss. Ziemlich wortkarg, die gute Dame. Sie sind auf dem Weg nach Ägypten? Ja. Machen Sie dort Urlaub? Mein Vater arbeitet dort für eine Eisenbahngesellschaft. Und baut das Land nach dem Krieg wieder auf. Toll. Ja, ganz wunderbar. Findet sie genauso super wie ich. Naja. Noch einer. Hey, danke. Sie haben großes Glück, dass Sie einen Vater haben, der Sie an so interessante Orte mitnimmt. Oh ja, welch Glück. Haben Sie denn kein Interesse an Ägypten? Die Pyramiden, die Geschichte? Ich hätte mehr Interesse an einem Vater gehabt, der nicht 300 Tage im Jahr auf Reisen ist. Ich bin mir sicher, Ihr Vater bedauert, dass er nicht immer bei Ihnen sein konnte. Richtig. Und sicher wollte er immer nur mein Bestes. Dafür denkt er allerdings erstaunlich oft nur an sich. Bringen Sie bitte mein Gepäck an Bord. Verzeihung? Schön, Sie kennengelernt zu haben, Herr Zellner. Sehr sympathisch. Unverschämt. Sehr sympathisch. Na gut. Das Gepäck sollen wir... Ja, er lässt es einfach stehen. Das ist auch okay. Das finde ich gut. Wen haben wir denn jetzt hier? Dr. Gebhardt. Ah ja, der deutsche Dr. Gebhardt. Natürlich. Gut. Lassen wir es halt stehen von mir aus. Nanu, traut sich der gute Doktor etwa nicht an Bord? Hallo, Dr. Gebhardt. Ah, der Held der Stunde. Held der Stunde, aber vermutlich bald arbeitslos. Sie werden bald kein Polizist mehr sein? Doch, aber auf meiner alten Wache. Und damit praktisch arbeitslos. Verstehe. Macht Ihnen Ihr neuer Arbeitsplatz Sorgen? Ganz im Gegenteil. Bisher war ich mir nicht sicher, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Immerhin komme ich aus dem Schwarzwald und da gibt es nur Berge, keine Schiffe. Aber jetzt? Die Seeluft, das Ambiente. Ich glaube, nach der ersten Fahrt möchte ich für immer auf dem Meer bleiben. Das Meer ist eine Sache. Die Passagiere eine andere. Das wird schon werden. Der Schwarzwald-Doktor also, so ist das. Was wissen Sie über die Baronin? Nicht das Geringste, fürchte ich. Haben Sie nicht im Tunnel mit ihr gesprochen? Nein, Ihr Butler kümmerte sich um sie und ich hatte alle Hände voll mit Miss Miller zu tun. Wie Sie sich vorstellen können, war es ein Schock für sie, als der brennende Zug mit ihrem Sohn an Bord davonfuhr. Das ist nur verständlich. Wir waren alle so froh, als wir von ihrer Heldentat gehört haben. Apropos Miss Miller, die haben wir noch nicht wieder gesehen. Genauso wie die alte Dame, die Schriftstellerin, deren Namen ich vergessen habe, weil er sehr kompliziert war. Die, deren Begleitung Miss Miller war. Ja. Kennen Sie den Kapitän schon? Mario Di Conti. Schon mal gehört? Sollte ich? In Italien ist er so etwas wie eine Berühmtheit. Ein Kriegsheld. Im Ersten Weltkrieg hat er als junger Mann mehr Schiffe versenkt als jeder andere. Im Zweiten Weltkrieg... Nun ja, er hatte einige persönliche Probleme. Solche, die man in Flaschen und Pillendosen kaufen kann? Mhm. Treffer. Auf jeden Fall konnten sie ihn nicht im Kampf einsetzen. Stattdessen machten sie ihn zum Kommandanten eines Versorgungsschiffes. Und wieder wurde er zum Held. Sein Schiff... Teil eines Konvois von Palermo nach Nordafrika erreichte als einziges das Ziel. An Bord waren über 100 Seeleute anderer Schiffe, die er gerettet hatte.
Beeindruckend. Heutzutage steht es mit seiner Gesundheit nicht zum Besten, um einmal stark zu untertreiben. Ich denke, die meiste Zeit an Bord werde ich mich um seine zahlreichen Beschwerden kümmern müssen. Tja, dann bleibt mir wohl nichts übrig, als Ihnen eine schöne Reise zu wünschen. Kommen Sie denn nicht mit? Leider nein. Ich soll zurück nach Zürich. Wie schade. Geben Sie auf sich Acht, Dr. Gebhardt. Hatte er das nicht bereits gesagt, dass er nicht mitkommt? Für Musik ist immerhin gesorgt. Juhu. Solange der Typ nicht den Mund aufmacht. Oh, da fällt mir ein. Die hier haben wir im Tunnel gefunden. Sind das Ihre? Ich befürchte schon. Strophantin. Sie haben Herzprobleme? Vielleicht ist es doch ganz gut, dass Sie nicht mitkommen. Zu viel Aufregung könnte Ihren Gesundheitszustand verschlechtern. Sie meinen, wenn ich einfach gar nichts mehr tue, habe ich vielleicht noch ein paar Jahre vor mir? So ist richtig. Nur nicht unterkriegen lassen. Tja, tolle Aussicht, mein Freund, tolle Aussicht. So will man sein Leben verbringen. Deswegen musst du deine Pillen aber nicht gleich wegwerfen. Das ist nicht so schlau, würde ich sagen. Gut, wir haben jetzt eigentlich so gut wie alle gesehen. Wir sehen hier noch die Baronin, mit der wir gleich noch reden sollten. Dem Butler können wir auch mal nichts sagen. Wie gesagt, Miss Miller und die Schriftstellerin haben wir noch nicht gesehen, aber gehen wir doch zuerst zur Baronin. Vielleicht kommt ja dann auch Miss Miller noch mal. James? James, wo stecken Sie schon wieder? Hallo, Frau Baronin. Ah, Inspektor. Wachtmeister. Papalapap, nicht mehr lange. Wenn sie erst einmal herumspricht, wie sie den Jungen gerettet haben, wird man gar nicht anders können, als sie zum Inspektor zu machen. Sehr freundlich, Frau Baronin. Diese Frau ist ein wahnsinniger Traum. Also sieht ja nicht ganz so schlimm aus wie auf dem Bild, das wir in unserem Tagebuch hatten. Aber ja, die Stimme. Die Stimme ist das Schlimmste an dieser Frau. Interessantes Kleid, aber interessantes Kleid. Nicht ganz zu ihrer Figur passend, aber naja, was soll's. Ich hoffe, Sie haben das Abenteuer im Tunnel gut überstanden. Ist das nicht ein Skandal? Man bucht erste Klasse und dann muss man zu Fuß auf den Gleisen herumstolzieren. Und dann wollte man mich in einen Bus verfrachten, ohne Gepäck. Die Umstände, Madame. Ich habe auf eine Limousine bestanden und bin nicht gefahren, bis mein gesamtes Gepäck geborgen war. Tete, natürlich. Eine Frau von Adel lässt sich nicht alles gefallen, nicht wahr? Wussten Sie, dass das echte Auge des Sphinx nicht im Zug war? Ich hatte keine Ahnung. Inspektor Legrand scheint es zu bevorzugen, mich im Dunkeln zu lassen. Dabei bezahle ich für all das hier. Der Inspektor sorgt sich um die Sicherheit des Auges. Zu Recht. Trotzdem waren Sie es, der im Zug die eigentliche Arbeit gemacht hat. Ich wünsche Ihnen, dass die Fahrt nach Kairo weniger nervenaufreibend sein wird als der erste Teil der Reise. Kommen Sie denn nicht mit? Ich befürchte, Inspektor Legrand will mich nicht dabei haben. Das ist bedauerlich. Wenn Sie mich fragen, würden mehr Polizisten zur Bewachung des Auges nicht schaden. Andererseits, meine Brieftasche haben Sie ja auch nicht wieder beschafft. Insofern hält sich der Verlust was? In Grenzen. Hatten nicht wir nicht? So ungut. Doch natürlich hatten wir, oder? Wo steckt denn dieser verfluchte Butler schon wieder? James, da sind Sie ja! Soll der Inspektor etwa alleine mein Gepäck aufs Schiff tragen? Also eigentlich... Oh! Was? Baronin? Baronin von Trebitz, hören Sie mich. Sie ist ohnmächtig. Nein. Nein. Baronin! Bam! Nochmal, kräftiger. Was zum... Hallo? Hören Sie mich? Helfen Sie mir auf. Vielleicht sollten wir... Sofort! Ich könnte Dr. Gebhardt holen. Nein. Kein Arzt. Nur ein kleiner Schwächeanfall. Stützen Sie mich, James. Bringen Sie mich aufs Schiff. Sehr wohl, Madame. Sehr merkwürdig. Das war kein Schwächeanfall.
Sie hat irgendetwas gesehen, das sie erschreckt hat. Oder irgendwen. Sehr interessant. Und dass sie es nicht zugeben will, ist auch sehr merkwürdig. Es kann nur jemand sein, der vorher nicht mit dem Orient Express gefahren ist. Denn die Passagiere dort hat sie alle bereits gesehen. Was haben wir denn hier? Wen oder was hat sie gesehen? Die beiden scheinen nicht bemerkt zu haben, was hier unten passiert ist. Ja. An der beißt du dir die Zähne aus. Wie kommt jemand ohne Ticket an Bord? Keine überzeugende Spur, aber die beste, die ich habe. Meinst du, mit dem Gepäck, ich glaube ganz ehrlich, dass die Baronin gerade jemanden gesehen hat, der irgendwas mit dem Fall zu tun hat. Vielleicht den Raben, wer weiß. Und es kann nur jemand gewesen sein, der vorher nicht mit dem Orient Express gefahren ist. Und das sind nur zwei Personen, die wir hier irgendwie gesehen haben. Das sind Mario Di Conti, der Kapitän, und die Miss Meyer, wurde sie, glaube ich, ausgesprochen, ne? Oder Meyer, ich weiß es gerade gar nicht. Jedenfalls die junge Dame. Da Herr Di Conti nicht ganz die Statur für den Raben hat und ich sowieso schon die Vermutung hatte, dass es sich bei einem Raben um eine Frau handelt, muss ich sagen, Miss Meyer ist verdammt verdächtig. Und wenn ich der Rabe wäre, würde ich mich nicht in irgendeinem Gepäckstück verstecken. Ich würde ganz offen als Gast hier mit an Bord gehen. Denn die sind am wenigsten verdächtig erstmal. Das wäre ja zu naheliegend, das in Betracht zu ziehen, ne?